Caligula ist ein römischer Kaiser, steht aber eigentlich für alle Potentaten, für alle Machthaber, für alle gewalttätigen Staatslenker sozusagen, ist aber gleichermaßen vielleicht auch eine Figur, die ja vor allen Dingen eine geistige Figur ist, ein Ungeist sozusagen, ist ein Mensch, der versucht, Ordnung in die Welt zu bringen und meint, die Welt aufräumen zu müssen. Und in dem Moment, wo er das macht, richtet er eigentlich nur Unheil an, mag das selbst nicht sehen, wird blind in seinem Wahn, Ordnung herstellen zu müssen, tötet dabei unendlich viele Menschen, vernichtet eigentlich das Leben und kann offenbar nicht lernen, dass Unordnung wahrscheinlich ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens ist. Die Figur Caligula dominierte so extrem das ganze Schauspiel und auch meine Oper. Und alles ist aus seiner Sichtweise gesehen, alles ist aus seinen Augen gehört, mit seinen Ohren gesehen. Das hat mich absolut fasziniert. Es ist im Grunde ein ganz zeitloses Problem. Wie kommt es, dass sich jemand eben aufschwingt und alles dominiert mit seinen Ideen? Seien sie noch so verbrecherisch, noch so entsetzlich, noch so abstrus. Ich denke, dass der Impuls für Caligulas Tun tatsächlich in dieser merkwürdigen Erfahrung liegt, dass seine Schwester so plötzlich verstorben ist und damit eine Welt für ihn zusammenbrach. Es ist ein Nicht-Fertig-Werden damit, ein sich nicht abfinden können mit dem Tod, das dazu führt, dass er die Todeserfahrung sich anderen Menschen angedeihen lässt, weil es eben so wahnsinnig schwer ist, auszuhalten, dass das Leben letztlich unfair zu uns ist. Da hat Caligula ja durchaus recht, indem er erkennt, dass das Leben am Ende nichts Besseres für uns bereithält als den Tod. Es geht wirklich um einen Ungeist, der offenbar ja, in uns Menschen innewohnt. Eine Kraft des Bösen, die offenbar, wenn sie in Machtverhältnisse gerät, wo sie sich entfalten kann, grauenhaft wirkt. Also wo der Mensch des Menschen Feind wird. Scheinbar ein in uns wohnender Impuls, den wir nicht mit Vernunft abtöten können. Und was mich fasziniert hat, ist die Tatsache, dass eben Caligula funktioniert wie eine Unwucht, dass er eigentlich am Anfang sehr gut funktioniert, aber er hat einen kleinen Fehler in sich und dieser Fehler gebiert immer größere Fehler und immer größere Exzesse, eben wie die Unwucht bei einem Auto, was dann letzten Endes in einem Totalschaden endet. Was ich versucht habe, ist tatsächlich die sogenannten gemischten Gefühle in der Musik auszudrücken. Es ist eben auch die Faszination des Hässlichen, des Abstoßenden, des Bösen oder auch eben eines sehr bösen Menschen, der tatsächlich liebt. Und alle Diktatoren und alle Monstren sind im Prinzip Menschen. Sie sind nur zu dem gemacht worden, was die Gesellschaft eben mit ihnen gemacht hat, was ihre Vorgeschichte ihnen oktroyiert hat. Ich denke, dieser Bühnentraum ist in mehrerer Form interpretierbar. Er hat natürlich, wenn man das möchte, schon noch etwas von einem römischen Amphitheater oder einem Kolosseum. Vor allen Dingen hat es aber auch etwas mit dem Turmbau zu Babel gemein, ja, also mit diesem merkwürdig ja, ins Unendliche wandernden Gestaltungswillen des Menschen. Für mich hat der Raum auch etwas mit Dantes Höllentrichter zu tun. Wie Dante die Hölle beschrieben hat, dann ist das eben auch ein großer Pfuhl, in den die Menschen hineingeschmissen werden. Es ist ein gewaltig sich über den Menschen auftürmender Schlund, in dem der einzelne Mensch immer kleiner wird und seine Bemühungen, dort irgendwie eine prägende Spur zu hinterlassen, immer hilfloser werden. Ja, am Ende der Oper ist Caligula tot, aber sein Geist eben nicht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ein Komponist wie Detlef Glahnert sich heute
für diesen Stoff interessiert. Auch mit der Grund wahrscheinlich, warum Camus sich in den 30er Jahren für einen alten römischen Kaiser interessiert hat. Weil in diesem Stoff etwas angelegt ist, was über die Jahrtausende hinweg lebendig geblieben ist. Eben eine ja, bösartige Kraft des Vernichtens.